geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, Bikepark Willingen hat heute Eröffnung und da geht es natürlich heute hin. Mal abchecken, was da schon befahrbar ist und was vielleicht noch nicht befahrbar ist und natürlich die Enduro-Strecke fahren, denn die wird ja sehr wahrscheinlich im Enduro-Rennen mit drin sein und deswegen ist es für mich sehr, sehr wichtig, da mal abzuchecken, wie die läuft. Ich bin die einmal gefahren bisher und das war ganz am Anfang, wo ich noch gar keine Ahnung hatte. Aber vorher ganz kurz zum Sponsor des heutigen Videos. Sponsor des heutigen Videos, mal wieder Athletic Greens. Ihr habt ja gerade gesehen, ich habe mir meine für heute schon gemacht und mittlerweile ist ja schon fast eine langfristige Kooperation, das dritte Mal, glaube ich, jetzt. Und ich bin sehr froh, danke an Athletic Greens. Athletic Greens hat 75 Vitamine, Mineralstoffe in ein und demselben Shake, Getränk drin. Das Ganze schmeckt gut, man kann es super gut trinken, was nicht bei allen Greens so der Fall ist, hatte ich ja schon mal erwähnt. Und ich bin sehr happy, mir hilft es bei der Regeneration, Konzentration, Leistungsfähigkeit. Und einige von euch haben es auch schon in den Kommentaren gefragt, ob das Ganze, wie das Ganze so funktioniert, ob ich da von viel halte. Und ja, ich bin super happy, dass Athletic Greens an das Video gedacht hat, wo ich gesagt habe, meldet euch mal, die sind bald leer, denn ich habe jetzt nochmal Nachschub bekommen. Bin sehr, sehr dankbar dafür, freue mich über die Kooperation und kann euch nur empfehlen, wenn ihr ein bisschen, ja, das Gefühl habt, ihr habt da irgendwo einen Mangel in der Ernährung, vielleicht ist das eine Lösung für euch, die unkompliziert und einfach ist. Für mich ist es unkompliziert und einfach, morgen so ein Ding zu trinken. Über den Link in der Beschreibung könnt ihr noch einen Jahresvorrat Vitamin D3 plus K2 bekommen und die Travel Packs. Also, wenn ihr darauf Bock habt, das Ganze abzuchecken, erster Link in der Videobeschreibung. Und ich packe jetzt schnell meine Sachen, dann geht's ab nach Willingen. Let's go! Endlich Opening in einem Bikepark, wo die Abfahrten wirklich, wirklich lang sind. Und Willingen ist ja prädestiniert dafür, dass es lange Abfahrten gibt. Und abgesehen davon bin ich heute hier, um mal die Enduro-Line mir anzugucken. Ich bin die ja ganz am Anfang mal ganz entspannt abgerollt, aber wirklich gefahren bin ich die ja eigentlich seit einem Jahr jetzt nicht mehr. Und da das Enduro-Rennen ansteht, dachte ich mir, hey, schauen wir uns das mal an und gucken mal, wie ich mich darauf so mache. Danke dir. Bin ich da auf deinem YouTube-Channel später mit drauf? Ja, wenn du magst.
Dann sage ich, der ist mir vorgefahren. Die ersten, auf meinem nicht. Die ersten anderthalb Meter. Bist du schon mal gefahren? Vor einem Jahr ungefähr. Aber ich kann mich null mehr erinnern. Der Teil geht noch, danach der Teil ist meistens. Dann schaffen wir das. Der hat auch Bock. Ja, so Alter. Macht man das eigentlich. Der hat aber richtig Bock gerade, oder? Erste Abfahrt, kalt. Dann, let's go. Ja, ja. Bist du vor? Nein, diesmal lass ich dir. Diesmal lässt du mich vor. Mit dem Art Wagen hier reparieren muss. Scheiße. Also eine Sache ist klar, man darf hier den Schwung auf keinen Fall verlieren. Wenn man einmal absteigt, dann hat man es echt schwer, hier wieder reinzukommen. Und das ist ein Ding so. Ich denke, das wird auf vielen Enduro-Strecken auch beim Rennen so sein, sodass man einfach ja am besten die ganze Zeit im Flow bleibt und da sich irgendwie durchkämpft. Ich muss sagen, das letzte Stück hier war schon ordentlich anstrengend. Da musste man schon echt ackern, um überall ordentlich drüber zu fahren. Fuck. Voll falsche Line. Oh. Komplett falsche Linie. Falsches Bein vorne. Alter, scheiße. Glaube ich nicht. Nachdem ich dann durch die Enduro-Line da gehackt bin und ja, ordentlich arbeiten musste, hatte ich auf jeden Fall Bock nochmal auf ein paar Flowlines. Und deswegen sind wir nochmal losgezogen mit dem Lift ganz gemütlich nach oben, um ein paar entspannte Flowlines zu fahren. We'll be right back.
Zum Abschluss des Tages waren wir ganz kurz bei der DH, weil wir eigentlich den ganzen Tag da nicht gefahren sind, weil die komplett überfüllt war. Und dann dachten wir uns, ja, wir fahren jetzt noch mal ein paar Mal die Enduro-Line ab und rollen die ein letztes Mal ganz entspannt runter, in langsamem Tempo, damit man sich da auch mal alles einprägen kann. Sonst halt einfach auch entspannt. Oh Gott. Also das war auf der ersten Abfahrt besser. Geradeaus, also rechts von dir, da bin ich lang gefahren, ja. Ich glaube, du brauchst halt richtig Speed, damit du drüber kommst. Da bin ich nämlich vorhin hier unten lang. Ja. Da kam ich aber nicht mehr hoch. Ja, weil man da auch dann den Speed verliert, ne? Ja, das war also mein erster Bikepark-Besuch in Willingen für 2022. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen und ich dachte mir so, hey, ich zeige euch erstmal das, was ich jetzt wirklich hier angegangen bin, anstatt wieder alle Strecken abzufilmen, was ja irgendwie sowieso jeder macht. Deswegen dachte ich, ich nehme euch wieder mit auf meinen Weg und zeige euch, wie ich mir hier die Enduro-Line so ein bisschen erarbeitet habe. Und ich hoffe, ich werde es vorher nochmal schaffen, hier ein bisschen trainieren zu gehen, denn
Eigentlich ist Willingen wirklich ein super schöner Park. Es lohnt sich definitiv hier hinzufahren. Es ist eine ziemlich entspannte Stimmung. Nicht ganz so wild wie zum Beispiel Winterberg. In Winterberg habe ich immer das Gefühl, da muss man die ganze Zeit krass aufpassen, dass nicht irgendeiner irgendwo einem auf den Kopf springt oder sowas, weil da einfach so viel Action ist. Nichtsdestotrotz ist natürlich Winterberg der Park, der ja für mich auch irgendwie mehr Spaß macht und abwechslungsreicher ist. Aber für so einen ganz, ganz entspannten Tag ist Willingen schon mal eine schöne Sache. Ich hoffe, ihr hattet ein genauso geiles Wochenende wie ich und genießt das Wetter weiterhin, denn das Wetter wird jetzt weiterhin schön bleiben hoffentlich. Und wir sehen uns dann bald im nächsten Video wieder. Bis dahin, Leute, macht's gut. Ciao, ciao. Ja, auch hier. Ja, man muss viel schneller sein. Der sieht auch richtig komisch aus, ne? Der sieht echt strange aus. Wie komme ich denn hier rein, ey? In den Wallride, ja, das muss man schon. Ja, man kann halt da abkürzen. Aber in den Wallride reinfahren, ist gar nicht so easy von da. Ja, man braucht die ganze Zeit den richtigen Speed hier.